Leute, ist das Zufall? Thomas Müller und Gigi Buffon auf dem Booster? Ich denke nicht. Und damit begrüße ich euch hier zum dritten Viertelfinal Panini Euro 2016 Orakel. Heute gibt es die Partie Deutschland gegen Italien nach dem überragenden Achtelfinalspiel der Deutschen. Müssen Sie heute ran gegen die Italiener? Das Spiel findet am Samstag statt, dem 2. Juli um 21 Uhr. Genau, wunderbar, Skirt. Ich würde sagen, nicht lange schnacken. Ich fange an mit dem ersten Booster. Die vier Booster liegen wieder bereit. Die ersten beiden Booster stehen für die erste Halbzeit und die letzten beiden für die zweite Halbzeit. Natürlich tippe ich für Deutschland. Ich sage, Deutschland gewinnt mit 2 zu 0. Das ist mein Tipp. Eure Tipps könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, dass Mario Gomez wieder zuschlägt. Und mal schauen, was für Torschützen wir hier im Orakel bekommen. Wladimir Darida heute nicht dabei. Island Game Changer, Sigurdsson Thorsson. Okay. Island ist erst morgen dran gegen Frankreich. Lassana Diarra. Frankreich. Ladislav Gretzky. Tschechien. Valon Berami und Artem Tsiuma. Die Tormaschine der Russen, ja, bei dieser EM nicht so zur Geltung gekommen. Auf jeden Fall steht es noch 0 zu 0 zwischen Deutschland und Italien. Also das wird ein richtig, richtig heftiges Spiel heute Abend. Hier haben wir das Euro 2016 Logo. Spanien, die 11 Card. Die Spanier sind ja, sage ich mal, verdient rausgeflogen gegen die Italiener. Kann man nichts anderes dazu sagen. Ragnar Sigurdsson, Lukas Podolski schlägt hier im Panini Euro 2016 Orakel zu. Das ist heftig. Mal gucken, ob Yogi Poldi wieder spielen lässt. Ich wollte unbedingt spielen und wie gesagt, ich habe gespielt und wie gesagt, ja. Die Wade hat gehalten und wenn ich gesehen hätte, dass ein Risiko da wäre, dann hätte ich halt nicht gespielt. Letztes Mal hat er ja ein paar Minuten bekommen, der Poldi. Unser kleines Maskottchen. Anzi Agoli, Albanien und Fabio Contrao, Portugal. Das heißt, zur Halbzeit steht es 1 zu 0 für Deutschland durch Lukas Podolski. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Vielleicht spielt der Podolski Samstag von Anfang an, beziehungsweise heute Abend von Anfang an. Wer weiß. Nach der überragenden Leistung von Draxler muss man sich überlegen. Aber ich denke mal, Yogi macht das auf jeden Fall souverän. Mal schauen, wie es weitergeht hier in der zweiten Halbzeit. Pintili, Sidorčak, One to Watch, Aaron Gunnarsson, Vladimir Weiss, Steven Ward und Andreas Granqvist, der Innenverteidiger der Schweden. Und immer noch steht es 1 zu 0 für Deutschland durch Prinz Poldi. Double Trouble der Russen. Kokorin und Zuba. Dries Mertens Game Changer. Jack Wilshere. Meister Eder schlägt zu. 1 zu 1. Ein spätes Tor. Das heißt, wir müssten in die Verlängerung gehen. Simon Church und Mark Janko. Und ja, wir müssten rein in die Verlängerung gehen. Das heißt, es kommen nochmal zwei Booster dazu. So, mal schauen. Mal schauen. Erste Halbzeit der Verlängerung. Petr Cech, Goalstopper. Pintili. Prochaska, Kovacic, Ricardo Carvalho und Ovidio Hoban, Rumänien. Zweite Halbzeit der Verlängerung. Wenn jetzt Götze kommt, ist das definitiv episch. Und nein, es kommt nicht Götze. Und es musste ja so kommen. Kandreva und Graziano Pelé. Leute, Leute, Leute. Das passiert jetzt hier nicht, oder? 1 zu 3 Italien. 110. Minute und 112. Minute. Und dann kommt hier eine Powerkarte. Freund und Feind Müller und Lewandowski. Es ist eine Powerkarte. Das heißt, zwei Tore. Freund und Feind ist eine Powerkarte. Auch wenn jetzt hier zwei Spieler drauf sind, nicht der gleichen Nation. Aber es ist eine Powerkarte. Das heißt, Doppelpack Thomas Müller. 3 zu 3. 115. Minute, 118. Minute und. Leute, es ist einfach episch, es ist einfach episch. Karim Bellarabi
4:3, 120. Minute und jetzt müsste doch eigentlich aus sein. Dragovic, Szczęsny und John Wolters, Leute. Das ist das heftigste Panini Euro 2016 Orakel-Video, was ich jemals gedreht habe, Leute. Podolski macht das 1:0. Dann kommt hier in der gefühlten 90. Minute Meister Eder an und erzielt das 1:1. Dann in der zweiten Halbzeit der Verlängerung Candreva und Pelé. Italien führt mit 1:3. Thomas Müller, er trifft endlich mal das Tor. 3:3. Gleich zweimal. Und dann noch Karim Bellarabi, der das 4:3 macht. Ja, Leute, Deutschland gewinnt 4:3. Torschützen, habe ich eben gesagt. Also, ob stimmt, wir werden es heute Abend erfahren. Auf jeden Fall ist es doch ein gutes Omen, sage ich mal, dass Deutschland hier im Orakel gewinnt. Das ist doch mal ziemlich nice. Ich hoffe, das passiert auch in echt so. Weil letztes Mal im Achtelfinale hatte das Orakel ausgesagt, dass Deutschland verliert gegen Slowakei. Und das war ja nicht so. Ich hoffe mal, heute stimmt das Orakel, dass wir gegen die Italiener gewinnen. Eure Tipps könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut da rein. Tschüssikowski.